Okay, die Frage ist einfach, den Card, kann ich den nicht irgendwie wieder einsacken? Das würde mich echt interessieren. So. Hier oben habe ich ja eigentlich auch noch Zimmer. Und da oben habe ich ja auch eigentlich noch Kisten, fällt mir gerade ein. Also hier ist ja meine super duper Bühne und irgendwo, ach ja, da war's. Ah, Kisten habe ich keine, ich habe sie als Kisten vorgesehen. Also Lagerraum habe ich hier oben vorgesehen. So, aber wie gesagt, was wir ja noch machen müssen, ist, wir müssen ja vielleicht mal bei Gelegenheit, da hätte ich eigentlich auch Treppen reinsetzen können. Ich glaube, da war das mit den Treppen noch gar nicht so richtig zufriedenstellend, oder ich wusste es einfach nicht. Und ich fand die Schnubbel einfach viel spannender. So. Zack und zack. Vier Blume weg. Zack. Vier Blume weg und zack. Und zack. Blume weg. Und zack. Und zack. Blume weg und zack. Okay. Dann würde ich gern mal auf 6 gehen. 6 ist ja immer richtig. 6 richtige quasi. So. Genau. Sind wir schön am Aussehen. Wunderbar. Die nächste Reihe. Fluff, 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 fluff. Es ist ja interessant, dass es ungefähr auf gleicher Höhe immer die Lücken gab. Zack, 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 zack. Seht ihr das? Zack, zack. Ja, so ist fast besser. Und weiter geht's. E, Q. Mu. So, gab's da oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Super. Können wir ja hier weitermachen. Mit dem Feld bestellen. In meiner Theorie müsste es ja theoretisch, haha. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann müsste das ja prinzipiell immer mehr Ernte werden. Oder nicht? So.
keinen Effekt. Hier noch. Wir versuchen gerade die Lücken noch ein bisschen zu stopfen. So. Und dann machen wir die nächste Reihe. Und jetzt kommt unser letzter Samensatz. Wir müssen dann noch einmal gucken, ob wir vielleicht in der Aussaatkiste noch ein bisschen was haben. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube wirklich, das war's dann. So. Also in der Gartenkiste. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich mir hier nicht vielleicht doch ein Gartenhäuschen hinsetze. So. Nein, 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 bitte nicht. Und das war's auch schon. Was ist denn das da hinten? So, haben wir irgendwas bekommen? Nein. Ich glaube, ich muss meine Mobs auch aktualisieren. Ja, das muss ich halt mal bei Gelegenheit wirklich machen, die Dinge durchgehen und schauen. Not tamed, okay. Und halt mal schauen. Okay. Und halt mal schauen, dass ich das Zeug alles aktualisiere. Das finde ich alles nicht ganz so clever, aber okay, so ist es. Habe ich jetzt halt so ein Ding im Wald stehen. Okay. So, wir haben auf jeden Fall ganz viel Bambus. Jetzt können wir nämlich mal langsam anfangen, unser Zeug ein bisschen, wie sagen man das, schöner zu gestalten. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack und zack. Zack und zack. Quatsch, so natürlich. Bam. Bam. Könnt ihr euch mal tauschen? Und hier bitte. Gut, und dann würde ich mal sagen 1, 2, 3. Das hätte eigentlich auch schon gereicht. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann hätten wir schon mal ein Bücherregal. Und bei dem ist jetzt die Frage, wo stellen wir das denn hin? Okay, draußen ist wieder dunkel. Ich wollte ja hier nochmal gucken, ob wir da noch Samen haben. Haben wir nicht. Okay, dann hatte ich da ja noch
Zeug, das ich in den Keller packen wollte. Nämlich Glas. So, Glas war hier, ne? Yep. Und dann wollte ich hier sagen, zack und zack. Und was war das? Glaspane. Das ist auch Glaspane. Okay, und warum ist das eine Glaspane anderes Glaspane als das andere Glaspane Glaspane ist? So, das heißt, wir können hier vielleicht mal sagen. Weil da ein Buch drin ist. Something. Irgendetwas Seltsames passiert hier. Dieses Buch behandelt eine Sammlung seltsamer Ereignisse, so wie deren sachlichen Ursachen und Hintergründe. Punkt. Safe. Hey, wir haben ein geschriebenes Buch. By Singleplayer. So, wunderbar. Nichtsdestotrotz würde ich dieses Buch jetzt gerne mal behalten und dann den Schrank wieder mitnehmen. Und dann können wir hier das Bücherregal an die Wand klatschen. Oder hier auf dem Boden. Okay, das geht auch nicht. Also eigentlich wäre das Sinnvollste doch zu sagen, hey, das Buch kommt hier neben mich. Ans Bett. Oh, vielleicht nicht unbedingt so. Vielleicht eher so. Ja. So ist doch cool. So, und dann kann ich da auch ein Buch reinlegen. Und dann haben wir unsere Nachtlektüre. Perfekt. So, und da ist das Spannerfenster. Da können die anderen Leute zugucken, was sie nachts so treibt. Gut, wir haben hier noch Brot. Dann würde ich hier sagen, Brot geht zurück. Brot bleibt hier. Wir essen mal wieder ein Brot. Da draußen sind wieder Erdmonster. Was möchte ich denn jetzt als nächstes tun? Ich denke, als nächstes mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Probier mal aus, was ich machen kann, um diesen Kater wieder wegzubekommen. Wünsche euch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Vorher vernichten wir vielleicht noch ein paar Blümchen. Die brauche ich gerade einfach gar nicht. Da habe ich gerade überhaupt keinen Nerv für. Die können wir vielleicht da drauf packen. So. Den Rest von der Geschichte, das lassen wir vielleicht mal hier. Kann ich sagen. Nee, das geht nicht. So, dann würde ich doch. Naja, vielleicht sollte man eine Haushaltskiste mal anlegen. Vielleicht sollten wir uns mal eine Haushaltskiste anlegen. Zack. Zack. Oder zack, zack. Das wäre dann. Das passt schon und das passt schon. Du kannst dann hier bleiben. Dann sagen wir hier 4. Zack. Okay, da können wir dich reintun. Das andere Zeug ist ja wieder draußen. So, jetzt richten wir langsam mal so ein bisschen die Bude ein.
Und dann tun wir das Papyrus wieder raus und der Kaktus ist auch schon draußen. Flitschen wir wieder hier rein und sagen Tschüss. Und dann denke ich, machen wir hier eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit und Cheerio mit O.